Hallo und herzlich willkommen bei GMAC TV. Wir befinden uns heute auf dem 484. Schützenfest hier in Hannover. Und Chrissy und Oliver, man sollte hinzufügen, es ist das weltgrößte Schützenfest, was es gibt. Und es findet hier in Niedersachsen statt. Tja, Olli, wusstest du das? Ja, und ich kann euch versprechen, es gibt viel Tradition und auch noch viel mehr Partys und tolle Gäste. Aber bevor wir das alles erleben, entführe ich euch jetzt erst einmal zum CSD nach Berlin. Tja, viel Spaß. Eben noch auf der Bühne, jetzt hier bei uns, Ella Endlich. Hallo Ella. Hi. Ella, jeder, der an dich denkt, denkt natürlich an den Traumprinzen. Hast du deinen schon gefunden? Also ich muss sagen, ich habe einen ziemlich tollen Prinzen gefunden. Ob er der Traumprinz ist, das wird sich herausstellen, oder? Was viele ja gar nicht wissen, du machst schon seit deinem 14. Lebensjahr, glaube ich, Musik. Richtig, genau. Also es ist ganz verrückt. Meinen ersten Plattenvertrag habe ich wirklich mit 14 unterschrieben. Und dann habe ich Popmusik gemacht und sehr viel später Musiktheater studiert und bin jetzt in der Lage, meine eigenen Lieder zu schreiben. Und ich bleibe irgendwie in dem Beruf, was gut ist. Küss mich, halt mich, lieb mich. Ja. Wie hat das dein Leben verändert? Sehr. Es war 2009, jetzt haben wir 2013 und dieses Lied hat mir ganz viele Türen geöffnet und einen Weg geebnet, praktisch auch meine eigene Musik hörbar zu machen. Ist es denn manchmal schwierig, wenn man mit so einem Kultfilm in Verbindung gebracht wird? Nee, es ist eigentlich eher toll. Ich weiß sogar, dass dieser Kultfilm mich noch überdauern wird und das Lied selbst noch überdauern wird. Und das ist noch was viel Größeres, als ich eigentlich bin. Was machst du als Nächstes? Also, um ehrlich zu sein, werde ich mich nicht ins Studio diesen Sommer begeben, sondern und auch den Winter nicht, sondern ich werde erstmal Urlaub machen. Ich werde mir Zeit lassen und werde in einem alten Käfer durch Europa reisen und ja, einfach die Gedanken fließen lassen. Ja, das ist doch mal was ganz Tolles. Dann können wir dir nur wünschen, küss mich, halt mich, lieb mich auf einer schönen Reise durch Europa. Ja, ich danke dir sehr. Tschüss. Wir haben heute eindrucksvoll aber auch unseren Unmut gezeigt gegen Vorgänge, die uns zutiefst erschüttern. In Frankreich gibt es gewalttätige Massendemonstrationen von Ewiggestrigen gegen die Öffnung der Ehe. In den USA werden trotz aller Toleranzbemühungen Menschen wie wir wegen ihrer Liebe zusammengeschlagen oder sogar auf offener Straße erschossen. In Uganda werden gegen uns hohe Haftstrafen verhängt oder es wird versucht, lesbische Frauen mit einer sogenannten korrigierenden Vergewaltigung zu enthomosexualisieren. Und unsere Freundinnen und Freunde in Russland werden durch ein mittelalterliches und unmenschliches Anti-Homo-Propagandagesetz in allen Lebenslagen unterdrückt. Hier werden die Menschenrechte im wahrsten Sinne des Wortes mit Füßen getreten. Wir dulden dieses nicht, wir dulden keine Menschenrechtsverletzung. Der Berliner CSD ist auf der gesamten Welt zu hören und seine Regenbogenfahnen überall zu sehen, auch in Russland. Unser CSD-Motto lautet in diesem Jahr: Schluss mit Sonntagsreden, demonstrieren, wählen und verändern. Und wofür demonstriert ihr heute hier? Dafür, dass wir vor der Verfassung endlich gleich behandelt werden. Dafür, dass wir nicht mehr als Staatsbürger zweiter Klasse gelten und dafür, dass eure Kinder genauso geschützt werden wie alle Kinder in einer klassischen Ehe. In den letzten 12 Monaten hat das Bundesverfassungsgericht 3 Entscheidungen getroffen und unserer Regierung mit klaren Worten die Leviten gelesen. Aber Frau Merkel und Co. sind bei der Umsetzung der Ansagen des höchsten Gerichts langsamer als ein zahnloser Müsli-Kaut. Kannst dich wenden, kannst dich biegen. Das, was recht ist, wird recht kriegen. Ja, ich will, ja, ich will, was mir gefällt. Ich will, was mir gehört, ich will mein Recht, auch wenn's nicht
Kuchen. Will, was mir zusteht, will ein Stück vom Kuchen. Ich weich nicht mehr zurück. Ja, ich will, was mir gehört, was mir gehört. So, nachdem wir jetzt die offizielle Eröffnung des CSD hier in Berlin hatten, habe ich jetzt die Meistersinger bei mir. Hallo Lucy, hallo Roman. Hallo. Ihr habt ja heute die offizielle Hymne zum CSD gesungen. Wie kam es dazu? Ja, also wir wurden gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, ein Lied zum Thema zu schreiben. Einfach nur so, weil wir haben letztes Jahr beim CSD schon gegen die homofeindlichen Gesetze in Russland einen Song von uns gesungen, den es aber schon gab, Es ist Liebe, der hat thematisch einfach total gepasst. Und da haben uns die Leute vom CSD diesmal gefragt, ob wir uns vorstellen können, ein Lied zu machen. Und da haben wir gesagt, okay, können wir mal probieren. Haben uns hingesetzt, haben geschrieben und haben ihn vorgestellt. Und der hat allen so gut gefallen dann auf einmal. Hat sich dann so verselbstständigt. Also eigentlich war es nur gedacht, erstmal für die Aktion an der CDU-Zentrale. Und irgendwann wurde es dann der offizielle CSD-Song. Und es machte so, der verselbstständigte sich da so. Und wir haben uns wahnsinnig darüber gefreut und sind ja auch noch immer stehen da so staunend mit glückseligen Kinderaugen davor und denken uns, oh ja, schön. Ich bin echt total erstaunt immer noch. Also. Ehrlich gesagt, viele werden dich wahrscheinlich noch früher kennen als Lucy Electric, weil ich ein Mädchen bin. Was ist in den letzten 20 Jahren seitdem passiert, Lucy? Naja, also eine große, große, große Menge. Ich habe viele, viele Bands gehabt. Ich hatte nach Lucy Electric eine Band, die ist das Haus von Lucy. Da gab es so einen kleinen Szene-Hit, den heute K-Razer gerne singt. Der hieß Lied für meine Feinde. Dann hatte ich eine Band, die hieß Übermutter. Das war eine NDH-Band, der ich heute auch noch ziemlich nachtrauere. Das Problem ist, dass unser Gitarrist Michael Brettner leider beschlossen hat, lieber jetzt mit Matthias Reim und Micky Krause auf Tour zu gehen. Okay, ja, aber jetzt, apropos Tour, ja. Seid ihr denn demnächst irgendwo vielleicht mal im Sendegebiet? Ja. Und danach wollte ich gerade sagen, und jetzt habe ich ja quasi meinen Seelenzwilling gefunden hier, meinen seelensiamesischen Zwilling, Roman. Also Schamon. Ihr seht euch auch völlig ähnlich. Ja. Also ihr seid wahrscheinlich bei der Geburt getrennt und dann jetzt endlich wiedergefunden. Ja, also mein Arsch ist von seinen Schultern getrennt worden. Also wir sehen quasi obenrum, wenn man mich umdreht, sehe ich genauso aus wie Roman. Wir sind passgerecht sozusagen. Nein, das bitte ist was? Aber die Frage war eigentlich, wo sehen wir euch als nächstes? Genau, als nächstes, also wir sind gerade auf Tour, also wenn man guckt unter www.meistersinger.com, Meistersinger mit Y geschrieben, also wie bei Meier, also meistersinger.com kann man unsere Tour, wir sind überall im Bundesgebiet unterwegs, zum Beispiel auch in Hannover am 31.08. im Kulturpalast Linden. Yes. Dann freuen wir uns auf ein Wiedersehen mit euch. Ja, Dankeschön. Cool. Ja, wir danken euch. Tschüss. Also, wir haben jetzt hier zum Abschluss noch einen Paradiesvogel aus Berlin, Kai Ketscher. Hallihallo. Hallo. Wie war es bei Voice of Germany für dich? War super. War eine sehr, sehr aufregende Zeit mit sehr, sehr viel Lektionen, positiven Lektionen, die man lernen konnte. Und auf jeden Fall ein gutes Sprungbrett für das, was ich machen möchte, und das ist Singen. Eine Frage. Wie ist dieser Moment, wenn du singst und die Stühle sind zu dir umgedreht und du weißt nicht, dreht sich einer um? Hast du Angst gehabt? Auf jeden Fall. Also es ist, glaube ich, der schlimmste Auftritt meines Lebens gewesen. Es ist halt komisch, wenn man da steht, so vor so einem Mikro und du singst und singst und denkst, hallo, ist doch gut, jetzt dreht euch doch mal um. Und es ist auf jeden Fall super, super strange, weil die Stühle ja auch noch rot sind. Rot ist so, nee, mag ich nicht. Aber dann, als dann die Stühle sich umgedreht haben von den Bosshaus-Jungs, dann war es auch wieder der coolste Auftritt irgendwie. Und wie war es mit den Cowboys? Haben sie dich gleich akzeptiert? Auf jeden Fall. Also das sind ja auch Berliner Blüten, kommen ja auch aus Berlin und die sind da sehr, sehr kumpelhaft und da hat man auch irgendwie nicht den Gedanken, oh Gott, die sind jetzt berühmt oder haben irgendwie Platten draußen, sondern es sind einfach nur Kumpels gewesen, die das Beste aus mir rausholen wollten und wir hatten halt eine tolle Zusammenarbeit. Ich danke dir für das kurze Interview. Ich weiß, du musst jetzt gleich auf die Bühne. Yes. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich muss sagen, es ist mein dritter CSD in Berlin. Vor 2 Jahren war mein erster, ja. Und ich habe gesagt, ich möchte auf jeden Fall auf dieser Bühne hier singen. Und 2 Jahre später hat es geklappt. Wir freuen uns auf dich. Bis gleich. Bis gleich. Wo ist Oliver? Ja, lieber Lars. Olli holt uns mal einen Meter Lütje-Lage. Guck mal, da ist er auch schon. Was ist denn schon wieder eine Lütje-Lage? Jedes Mal lerne ich hier was Neues. Ja, siehst du, Lars, das ist doch schon mal was. Lütje-Lage. Ja, wie man unschwer erkennen kann, haben wir hier einen kleinen Becher voll. Braunes man könnte meinen, Bier. Genau, braunes Bier. Man könnte meinen, es ist Cola, aber nein, es ist braunes Bier. Und dazu gibt man ein bisschen Korn. Weißt du, wie man das trinkt? Also ich würde jetzt, ne, es sind ja 2 Gläser, ich würde das jetzt hier so reinschütten oder vielleicht mit dem Fuß umrühren, so eine Mische machen, ne?
Ja, nee. Ja, siehst du, da kriegst du nochmal direkt einen Tipp von der Seite. Die Experten sitzen ja auch neben uns. Ja, Olli, erklär's doch nochmal für unsere Zuschauer. Also, man nehme das Glas so zwischen die Finger und dann das andere Glas so, das kleine Glas höher und dann kippt man sozusagen beim Trinken den Schnaps ins dunkle Bier. Tja, und dabei saut man sich auch noch kräftig ein. Muss man das wegexen? Aber natürlich. Bist du ein Mädchen? Oh, das kriege ich nicht hin. Da trinken die einfach ohne mich, ich glaub's nicht. Ja Mensch, das klappt ja gut. Lars, was ist bei dir passiert? Oh, das ist mir schon mal passiert. Aber da gibt's sogar schon Applaus. Das ist typisch Hannover und Schützenfest. Lütche Lage trinken. Wisst ihr Bescheid. Und vor allem einen ganzen Meter. Jetzt mach du es mal, komm, mach's mal besser. So, weißt du, wie man es halten muss, ne? Ja, Olli nimmt sich schon den nächsten. Komm, jetzt trinkst du hier Wett und trinken gegen Oliver. Und Prost! Oh, 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 Krischi. Oh, Oliver, schneller! Du hast auch einen Schluck zurückgelassen. Zwar nicht so viel wie ich, aber ich habe nicht so viel gekleckert wie du. Also ich bin schon leicht benässt, aber ich kann euch eins sagen. Hannover Schützenfest ohne lütschige Lage geht gar nicht. Tja, also wir trinken jetzt den Meter hier leer und dann geht's weiter, ne? Ja, der Meter muss weg. Genau, und dann geht's ins Gay-People-Zelt, denn da soll immer die beste Stimmung sein. Also, Prost! Prost! So, wir sind jetzt bei meinem Lieblingszelt angekommen. Dem Gay-People-Zelt. Und man muss dazu sagen, dieses Zelt ist, glaube ich, deutschlandweit das einzige schwule Festzelt, was es auf einem Schützenfest gibt. Und es gibt es schon seit 13 Jahren. Und das ist nicht alles. Innerhalb von 10 Tagen werden hier 25.000 Besucher erwartet. Eine unglaubliche Zahl. Und es gibt ein Wahnsinnsprogramm. Ich würde sagen, tauchen wir doch einfach mal ein. So, wir haben jetzt die ersten 2 Tage hier im Gay-People-Zelt geschafft und ich habe 2 Stars hier, einmal die Tess und einmal den Tigris. Tess, wir haben uns ja schon in Dresden getroffen. Wie fandest du es jetzt hier in Hannover? Hannover ist sehr geil, tolle Volksfeststimmung hier, wunderbar, ich fühle mich sehr wohl. Tigris, du warst ja schon in Hannover, wir haben dich ja schon auf der Pride gesehen. Was ist der Unterschied jetzt zur Pride hier im Zelt? Die Pride hat auch Spaß gemacht, aber hier im Zelt ist die Stimmung noch mal intensiver, weil die Leute näher dran sind, ist alles ein bisschen kompakter und du kriegst mehr mit vom Publikum. Apropos kompakt. Passt Tess in deine Reifen? Ich denke mir, es gibt für jede Körpergröße die richtige Reifengröße. Würdest du gerne Hula Hoop machen, Tess? Naja, wenn er gut passt. Tess, sag mal ehrlich, irgendwie kommt er mir bekannt vor und die Stimme kenne ich auch. Wer ist denn das? Er ist der liebe Frank, unsere France Delon. France Delon? Ich kenne dich. Ich liebe dein Programm My Mother and Me. Mit deiner Mutter Elke Winter zusammen. Nein, mit meiner Tochter Elke Winter. Ich spiele die Mutter, Elke ist die Tochter. Aber sie ist im Moment ein bisschen wohlgenährt. Vielleicht kann man das leicht verwechseln. Aber sie und ich sind Topf und Deckel. Und es ist einfach immer toll, wenn wir zusammen auf der Bühne stehen. Und sie ist ja am Sonntag auch da. Wir machen sozusagen das Schützenfest zusammen zu. Hast du noch einen Tipp für sie? Ich glaube, ihr brauche ich keinen Tipp zu geben. Sie weiß genau, was sie macht. Sie kommt aus Elze an der Welfenburg. Und das ist sowas von toll. Sie ist genau wie ich Niedersachse. Und wir wissen, dass wir hier zu Hause sind und dass die Menschen, das Publikum uns hier sehr mag und uns immer trägt. Und das wird sie ohne weiteres hinkriegen und schaffen, das Zelt zu rocken. Ehrlich gesagt, wir müssen jetzt ins Bett gehen. Morgen ist Schützenausmarsch. Genau. Und bis Sonntag ist noch eine lange Zeit. Heute ist Samstagabend. Wir haben die ersten 2 Tage geschafft. Ich sage jetzt einfach mal gute Nacht. So, kaum ist das Schützenfest in Hannover zu Ende, fängt auch schon das Maschseefest an. Denn in Hannover wird immer viel gefeiert. Der Maschsee ist ein Riesensee im Zentrum der Stadt von Hannover. Und damit man weiß, wo man auch hin muss, habe ich mir eine schlaue Karte ausgedruckt. Denn es gibt hier mehrere Bühnen. Wir sind jetzt hier beim Pier 51 und starten unseren Rundgang. Mal gucken, was heute alles so passiert. So, wir sind jetzt bei der Löwenbastion angekommen und hier ist ein super Programm. Die Tage hat schon Lotto King Karl gespielt und auch Sweetie Glitter. Dann war die Comedy Stage und heute sehe ich, spielt Rolf Stahlhofen. Wer nicht mehr weiß, wer Rolf Stahlhofen ist, der war früher bei den Söhnen Mannheims, hat dann Tabaluga von Peter Maffay gespielt und stellt jetzt gerade hinter uns sein neues Soloalbum vor. So, wir sind hier jetzt bei der Tempelbar. Es ist megamäßig voll. Wir sind mit dem Kamerateam kaum durchgekommen. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass hier jetzt gleich eine Queen-Coverband auftritt. Und Freddie Mercury zieht anscheinend immer noch die Menschen an.
Wir haben uns entschlossen, weil der Weg doch ziemlich lang um den Maschsee ist, dass wir jetzt ein Boot besteigen und zu der nächsten Bühne fahren. So, wir haben jetzt tatsächlich ein Boot ergattert und fahren von der Temple Bar, wo jetzt inzwischen Queen spielt, also die Coverband, und hoffen, dass wir rechtzeitig noch zur Maschseequelle kommen, um Gunter Gabriel zu sehen. Man merkt, man muss hier schon einen richtig guten Plan haben oder ein Fahrrad, dass man wirklich alles miterleben kann, was hier geboten wird. Oh, wir sind tatsächlich jetzt an der... Ach so, Fernsehen auch noch. Ach du große Scheiße. Bei der Maschseequelle angekommen und wir haben Gunter Gabriel ergattert. Es war ganz viel. Wer bist du denn überhaupt? Ich bin Olli. Olli, auch nicht schlecht. Von G-Mac TV. Guter Typ, ja. Gunter, wie geht's dir? Ich habe gehört, du hattest Probleme mit deinem Bein. Du bist ausgerutscht. Ich hab's immer noch übrigens. Allerdings, wenn du mich so anlachst, dann gehen sie mir ein bisschen weg. Ja, ja, das ist schön. Ja, ja, es ist du hast Theaterpremiere, demnächst in Berlin, haben wir gelesen. Ja, das ist großartig. Über mein eigenes Leben natürlich. 22. August auf der Basis des Erfolges von Johnny Cash. Hallo, I'm Johnny Cash haben wir ja gespielt, 3 Jahre lang immer ausverkaufte Bude. Dann haben die gesagt, dann müssen wir über dein beklopptes Leben ein Musical schreiben. Ja, und das mit dem kaputten Fuß, das wäre nicht problematisch, ja. Musst du da viel laufen oder sitzt du mehr dann? Ja, ich hoffe, dass ich bis dahin einigermaßen fit bin. Johnny Cash läuft aber immer noch, habe ich gesehen. Da ja, spielst du mit Helen Schneider, ne? Ja, mit Helen Schneider. Wir sind nächste Woche in Mannheim, Freilichtbühne. Dann haben wir auch in Süddeutschland 3 Wochen hintereinander im Frühjahr nächsten Jahres. Also es läuft immer weiter, ja, bis ich tot bin. Johnny ist ja schon tot, also ich muss ja sein Erbe weiterhin verteidigen. Ne? Ja, ich habe auch gelesen, deine Sofakonzerte gehen weiter. Bei Hermann und Tietjen hast du damals das ausgerufen. Ja, und in Hannover übrigens, ja. Das war ich, weil ich hier in Hannover natürlich immer besonders gut gelaunt bin. So nostalgische Gefühle, weil ich bin als 17-Jähriger hier nach Hannover gekommen. Ja, das mache ich einfach weiter. Wir haben 1300 Mal das schon gemacht. Ja. Und die Leute sind immer so begeistert, fließen viele Tränen. Und das tut mir auch wirklich gut. Ja. Die Liebe der Leute, Liebe tut ja sowieso gut, wie du ja weißt. Ne? Ja. Und wenn die Leute mich so nah sehen oder ich die auch, und ich habe unmenschlich viele Gulaschsuppen gegessen, ja? Und Soljanka und so, ja. Ich glaube, das war eine super Erfahrung, oder? Bei deinen Fans so nah zu sein? Ja, das ist, du siehst es ja selbst, wir beide. Wir können ein Liebespaar. Nein, aber das ist... Nicht, dass da noch Gerüchte entstehen. Ne? Musizieren ist sowieso großartig. Nicht? Also das muss ich immer so groß sein wie hier oder irgendein Stadion. Sogar im kleinen Rahmen finde ich besonders reizvoll und schön. Soll sogar jetzt verfilmt werden. Ah, okay. Mit Uwe Ochsenknecht in der Hauptrolle, ja. Weil ich gesagt, das war an sich eine Idee von Eichinger. Ich dachte, wie geil ist das denn? Ne? Also, das will ich auch immer allen Leuten sagen, wenn ihr in der Scheiße sitzt, denkt euch irgendeinen bekloppten Kram aus und macht das und dann entsteht da, wer weiß was draus. Ne? Weil viele verharren immer in so einer Situation, was wird aus mir? Ich spiele nun mal keine Gitarre oder sowas. Ne? Ich sage, denkt ihr irgendwas aus, wenn ihr Mücken abkratzt von Windschutzscheiben. Du hast dich sozusagen an deinen eigenen Schopf rausgezogen. Ja, aber das gilt für alle Leute. Ne? Die müssen sich bemühen, ja. Alleine nicht warten auf den Staat. Der Staat kann nicht, der kann nicht. Diese Arbeitsagenturen und was, die können das nicht schaffen. Das musst du selber machen. Und das wollte ich auch ein bisschen vorleben. Hast du toll gemacht und musst du jetzt nochmal auf die Bühne? Ja, gerne sogar. Dürfen wir dich dabei ein bisschen beobachten? Unbedingt. Das werden wir tun. Auch lieb und nett sein. Viel Spaß. Okay, ich danke dir. Ja, okay. Mit dem Solarboot gleiten wir dann langsam über den Maschsee und genießen nächtliche Impressionen. Besonders sehenswert ist das beleuchtete Rathaus. So, nach dieser wunderschönen nächtlichen Schiffsfahrt sind wir angekommen am Nordufer. Das Nordufer ist dafür bekannt, dass unheimlich viele Fressbuden hier sind, aber auch tolle Bühnen und auch die FFN-Disco. Aber hier wollen wir jetzt nicht lange verweilen, denn wir schauen auch nochmal, was im Westside abgeht. So, wir sind jetzt beim Westside angekommen und wir haben eine tolle Überraschung, denn hier ist heute Mark Torrenzi. Mark, du legst hier heute auf. Hello, yeah, we leg auf. Heute we have so a certain neuen Show that we're making momentan. I leg auf, I'm a DJ eigentlich. I spiel all the hits, aber we sing alles so eigentlich live, most live. And I DJ zwischen Deutsch, but most is live. And it's a mischung zwischen old and new songs and alles, and it's for alle Leute. Bis jetzt wir sind voll and Leute have really wirklich a good party here immer. Marc, du bist ja von Berlin nach Hannover gezogen. Wie kam es dazu? Ja, wegen Wasserturm eigentlich. Wegen Wasserturm. Es ist ein neues Projekt von mir. Ich bin mit dabei in Wasserturm. Und wir sind so in this project for 1,5 Jahre. Und es makes kind of Sinn für mich, to wohnen hier in Hannover, wo die neuen Projekte sind. Und wir möchten viele andere Sachen aufbauen hier.
Okay, was erwarten wir heute Abend von euch beiden? Was macht ihr auf der Bühne genau? Wir sind IDJ, wie alle anderen DJs. I DJ all hits. Ich spiele viele Hits, die alle kennen. Aber wir singen. Everything from Maria Maria to I Got a Feeling to Billie Jean to Sex on Fire, Vida La Viva, Play Hard, David Guetta, Avicii, all that kind of stuff. So. Hört sich toll an. Ihr werdet den Abend heute wahrscheinlich hier richtig toll rocken. Was erwarten wir demnächst von euch beiden? Wir sind momentan gerade arbeiten an einem neuen Album. I have a new song that comes out in October, a kind of a club song. And then we're arbeiten gerade the rest of the year on a new album. Vielen Dank fürs Interview und rockt den Abend heute. So, wir haben jetzt den Norbert hier. Du bist gerade durch den Maschsee geschwommen. Wie war's? Es war angenehm warm heute und wir hatten viel Spaß mit unseren Jugendlichen und unserer Giraffe Hanno. Die ist gerade im Abbau, aber wir waren im letzten Jahr dabei und wie jedes Jahr immer mit 13 Leuten heute von der TG Waspo. Aber so richtig getaucht seid ihr ja nicht. Ne, das machen wir in der Woche, in der Halle oder im See bei uns, da tauchen wir. Weißt du, wie lange es schon das Ganze hier gibt am Maschsee? 28 Jahre, wir sind jetzt das vierte Mal dabei. War ein mega Gaudi, fand ich, also super gemacht. Ich fand es auch toll, dass wir immer die Jugendlichen begeistern können. Immerhin waren 6 dabei heute wieder und ich finde das okay. So, wir sind jetzt tatsächlich am Nordufer angekommen und wie man hört, auch hier ist die Party richtig am Kochen. Ehrlich gesagt, alles an einem Abend zu schaffen ist fast unmöglich. Aber das Gute ist, das Maschsee-Fest ist ja 19 Tage lang und wer mehr sehen möchte, der sollte einfach ein paar Tage hierher kommen. Aber für heute machen wir erstmal Schluss. Ein ganz besonderes Highlight auf dem diesjährigen Maschsee-Fest ist der Skyliner. Mit seinen 81 Meter Höhe überragt er das komplette Fest. Die Leute, die mit ihm fahren wollen, werden auf 74 Meter hochgefahren. 60 Personen können gleichzeitig dieses Erlebnis haben und einen 360-Grad-Umblick auf die Stadt genießen. Besonders toll ist es in der Nacht, denn dort ist Hannover beleuchtet. Oliver, du hast ja nun gestern die Nachtschicht übernommen und nun übernehmen wir zusammen die Tagschicht. Wir sind ja jetzt hier bei diesem 15. Crazy Crossing, hast du mir verraten. Und ja, was ist das überhaupt? Ich meine, ich bin Wolfsburger, ich kenne es nicht. Wie du schon sagst, das Crazy Crossing ist seit 15 Jahren fester Bestandteil des Maschsee-Festes und wird von einem beliebten Radiosender durchgeführt hier in Hannover. Eigentlich ist es ganz einfach. Du baust dir ein verrücktes Boot, das muss selbst gebaut sein, und dann musst du von hier nach da am Nordufer rüberfahren und solltest dabei nicht nass werden und möglichst schnell sein. Und dann gibt es noch eine Jury, die das Boot bewertet und wer das schönste Boot hat und am schnellsten über den See fährt, der hat nachher gewonnen. Was kann man denn gewinnen? Es gibt tolle Preise, es gibt diesmal zum Beispiel Reisegutscheine, habe ich vorhin gehört, aber auch Partygutscheine von dem Radiosender. Tja, dann würde ich sagen, dann nehmen wir doch nächstes Jahr einfach mal daran teil. Ja, die meisten Teilnehmer fallen leider ins Wasser, Lars, also du solltest ordentlich schwimmen können. Oh, das kann ich, das kriege ich hin. Ich schiebe uns dann aus dem Wasser aus an. Und die Konkurrenz ist groß. Also dieses Jahr zum Beispiel nehmen auch zum Beispiel die Oberbürgermeisterkandidaten teil. Also es ist nicht so einfach hier zu gewinnen. Schauen wir uns das Rennen doch einfach mal an. Genau. Oh, guck mal, die kleine gelbe Ente da. Du, und das Beste ist, da sind 3 Oberbürgermeisterkandidaten an Bord und sie rudern alle in die gleiche Richtung. Guck mal, Oliver, da springt eine Frau aus der Torte. Lasi, sie ist Model wie du. Sie war Miss MP und sie macht das für Paul, das ist der Kapitän und der hat heute Geburtstag. Oh, guck mal, da geht die CDU baden. Guck mal, die kleine Meerjungfrau winkt uns zu und lässt sich über den See schieben. Du, die Kleine war, glaube ich, sogar schon mal bei einem Supertalent. Kommt man da mit Winken hin? Guck mal, die spritzt aus dem Po. Lasi, das ist eine Walküre. Was ist denn eine Walküre? Du solltest mal in eine Wagner-Oper gehen, dann wüsstest du's. Aber ich glaube, dieses Po-Spritzen würde Herrn Wagner nicht gefallen. Hey, hey, Vicky, die Wikinger. Na, 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 na. Oh, Figuren meiner Kindheit. Schwimmen Sie jetzt zur Siege. Ja, das war's mit unserer Ausgabe für diesen Monat. Und hier live vom Hannover Maschsee-Fest Crazy Crossing. Ich habe gelernt, was das nun ist. Hoffentlich nehmen wir nächstes Jahr auch mal daran teil, Oliver. Und dass wir nicht absaufen. Aber bis dahin, zur nächsten Ausgabe, sagen wir tschüss. Let's get the party started, the time is right. We're gonna rock the club, we're high, high, high tonight. Let's get the party started, crank it up. We're gonna rock the club, we're high, high, high tonight.
Let's get the party started, the time is right. We're gonna rock the club, we're high, high, high tonight. Let's get the party started, crank it up. We're gonna rock the crowd, we're high, high, high tonight. We're gonna party, we're gonna party, we're gonna party tonight. We're gonna party, we're gonna party, we're gonna party tonight. Hallo Frischi. Ja, wir haben einige so tolle Sachen vorbereitet für unsere Sendung und ich habe mich gerade voll verhaspelt, deswegen muss ich jetzt nochmal von vorne machen, sorry. Es ist wieder Weihnachtsmann. Tschüss. So ein Scheiß. Läuft? Achso. Hoppla. Beruf. Ich habe keinen Beruf. Traurig, oder? Natürlich hast du einen Beruf. Du bist Tittenluder. Tittenluder? Das war mir nicht bekannt. Mich nicht. Dem kann ich das erzählen, ja, das kann ich bei Freunden halt auch. Und ja, so, zum Mitschneiden ist etwas runtergefallen. So. Und ich bin hier verabredet mit Krischi und Lars. Mit Krischi und Lars. Ach, das ist mein Einsatz? Das ist dein Einsatz. So, vom... Nochmal. So, von der Städtetour direkt hier ins Partygestehen. Wir. Gestehen. Okay. Also nochmal. Ach, warte, wir stehen doch mitten im Bild. Jetzt geht doch mal weiter. Bleib genau in der Mitte stehen. Richtig gute Leistung.